Hallo, die Anne ist wieder da. Und heute sind wir im Orchesterprobenraum und ich möchte Ihnen den Komponisten Leon Gurwitsch vorstellen, der bei unserem 6. Sinfoniekonzert seinen Liederzyklus Träumereien nach Heinrich Heine vorstellen wird. Und das ist eine Orchesterversion, die zum ersten Mal bei uns als Uraufführung gespielt wird. Aber von dieser Version eigentlich gibt es ursprünglich eine Klavierversion. Und ich werde jetzt Leon darüber ein bisschen mehr fragen. Hallo Leon, herzlich willkommen in Magdeburg. Hallo Anna, ich freue mich hier zu sein. Und eigentlich, das ist nicht dein erstes Mal in Magdeburg, genau. Du warst hier schon mehrmals sogar. Du warst beim Ballett Dracula, hat man auch ein Stück von dir gespielt, ein Teil von Five Dancers in Old Style. Und dann warst du hier auch mit einem Gastspiel, auch mit deinem Band, sozusagen. Mit meinem Ensemble. Mit deinem Ensemble. Genau, Kammermusik, genau. Ja. Ja, genau. Ja. Also ich habe sehr große Verbindung dank dir an Magdeburg. Ich freue mich, wieder zu sein, denn ich habe ein wunderbares Orchester, Balletttruppe, Kompanie und eine tolle Atmosphäre. Und besonders freue ich mich jetzt auf die Premiere mit Heinelieder. Ja, und du lebst in Hamburg schon seit langer Zeit, ja, eigentlich. Ja, seit 23 Jahren. Seit 23 Jahren. Ja. Und du hast in Deutschland auch studiert. Ja, ja? Ja, ich bin in Minsk, in Belarus geboren, kam ich sehr jung nach Deutschland, auch nach Hamburg studiert. Und hier ist auch mein Wohnsitz. Ich habe auch fast alle Werke in Deutschland komponiert. Ja, zu diesen Liedern. Ich freue mich sehr, wieder ein Stück von dir zur Uraufführung zu bringen. Es ist immer so ein Privileg, finde ich, für einen Dirigenten eine Uraufführung zu machen, weil man setzt sozusagen die Traditionen. Also, ja, definitiv. Also ja. Es ist immer eine große Ehre und Freude, mit dir zusammenzuarbeiten, denn du gehst sehr direkt und tief in die Materien und das freue ich mich. Und bei der Premiere ist es natürlich für mich wichtig, dass alle, also die Sängerin, die Dirigentin, mit Herz bei dem Werk teilnehmen, denn es ist eine große Verantwortung auch. Wann hast du die komponiert als Klavierversion? Ich habe 2019 komponiert, mhm. Also schon 5 Jahre. Ja, und du hast die schon mehrmals aufgeführt. Ja, ich habe selber mit verschiedenen wirklich großartigen und einige Weltstars-Sängerinnen wie Nadja Michael, Olga Peritjatschka und Barno Ismatulaeva, also größere Sänger gemacht. Bis jetzt war alles nur in Klavierversion, also sprich Sopran mit Sopran und Klavier. Und Premiere fand in der Berliner Philharmonie statt, 2019. Dann habe ich mit Nadja Michael in Gewandhaus gemacht, aber dann später kam ich 3 oder 4 Jahre später zur Idee, also diese Lieder klingen doch so orchestral. Absolut. Die Materie, die ist sehr orchestral. Als du mir diese Aufnahme geschickt hast von deinen Liedern, dann habe ich gesagt, ich höre da ein volles Orchester. Und du hast ja wirklich, du benutzt ein volles Orchester und eigentlich, was auch ungewöhnlich ist für Lieder, viel Schlagzeug. Ja. Wie kommst du dazu, dass du auch so viel Schlagzeug verwendest? Und es bleibt immer noch transparent, muss ich sagen. Ja, also ich liebe, genau wie du sagst, ich liebe Schlagwerk, aber es bleibt durchsichtig. Es geht um Klangeffekte, es geht um Unterstützung. Und wenn man so einfach als Unterstützung für die ganze Streiche- und Bläseklang nutzt, dann kommt das nicht, dass die plötzlich steht im Vordergrund, sondern das ist einfach eine tolle Klangfarbe. Natürlich, man braucht eine starke Stimme. Die haben wir, also die Lieder wird Jawige Postrojna singen, die ist Magdeburg auch schon bekannt, die hat in vielen tollen Projekten, meistens im Musiktheater gesungen und jetzt wird ihr Debüt sozusagen im Rahmen des Sinfoniekonzerts auch hier aufzutreten. Jawige macht das so wirklich wunderbar, sie hat große, starke Stimme und sie fühlt sich ganz im Raum und ich habe auch mit ihr geprobt, bin sehr zufrieden. Und zu deiner Frage wollte ich sagen, dass eigentlich ganze Lieder, also es sind insgesamt 6 Lieder, ich habe 2019 in 5 Tagen komponiert. Sehr schnell. Genau. Und dann, viele Jahre später, kam noch Intermezzo, das, was leider diesmal nicht vorkommt, das ist noch aus der Tradition von Mahler und Strauss, also dass man so ein großes Instrumentalstück als Reminiszenz zum Beispiel hier in Abschied. So dass insgesamt 6 Lieder, 6 Lieder sehr kontrastvoll, unterschiedlich. Jeder einzelne Lied hat so eine eigene Drama, Geschichte.
Absolut. In Musik, ja. Aber trotzdem, du hast eine große Linie. Ja. Also ich muss sagen, diese Lieder, also du schreibst ja, also für heutige Verhältnisse sogar klassisch, würde man ja sagen. Ja, wenn man jetzt also im 20. Jahrhundert deine Musik hören würde, das wäre also zeitgemäß, also zum 20. Jahrhundert. Was ich in deiner Musik mag, also es gibt immer eine Linie, es gibt auch immer eine Form und Harmonie und trotzdem ist es immer eine Überraschung dabei. Ja, also wenn ich komponiere, ich denke nicht an Stillen. Es muss auf keinen Fall in eine Schublade kommen, über neue Musik oder alte Musik. Ich komme vom Texten. Ich habe keine Texte. Ich liebe diese Texte. Die bieten so viel an. Also das wäre meine auch noch eine Frage. Warum unbedingt Heine? Warum hast du Heine ausgewählt? Ja, also eigentlich ursprünglich, ich wollte ganz andere Texte vertonen. Da war bei mir so ein Riesenbuch, 600 Seiten von Heine. Ich habe so durchgeblättert und viel ausgewählt. Aber dann kam ich spreche mit Nadja Michael, mit Sopranisten, und sie meinte, ja, also diese Gedichte wären interessant. Und einige habe ich von ihr, von Vorschlag von ihr genommen, die andere habe ich selbst gewählt. Also ich komponiere relativ schnell, in dem Sinne, entweder spricht mir dein Gedicht an. Und ich habe, also wenn man Heine liest, auch heutzutage, das ist so aktuell. Da findest du die ganze Paletten von Gefühlen. Und was ich besonders liebe bei Heine, ist auch Sarkasmus. Absolut. Ich meine, Heine hat so viele großartige Komponisten inspiriert. Ne? Du arbeitest sehr viel mit Gesang, mit verschiedenen Sängern und Sängerinnen und ja, machst auch Liederabende, auch oft deine Stücke, aber auch nicht nur. Ja, ja, mittlerweile ich spiele eigentlich meistens nur eigene Werke, ja, und Stücke. Nächste kommt da übrigens auch eine Premiere von meiner Kantate, Ubi Caritas et Amor in Spanien, und das ist wiederum Lateintexte. Also das ist, ja. Ja, ja, schön. Genau. Also ich freue mich wirklich ganz besonders, wieder dein Werk uraufführen zu dürfen. Und ich liebe diese Musik und ich liebe deine Musik und ich bin mir sicher, dass sie diese Musik auch ganz fantastisch finden können. Vielen Dank.